Puh, Leute, das ist mal ein umfangreicher Dungeon. Je nachdem, wie wir die Augen drehen, haben wir andere Räume. Und das jetzt schon zum dritten Mal. Und ich habe schon einen Raum gesehen mit 4 Augen. Das kann ja heiter werden. Aber erstmal muss ich gucken, was hier ist. Okay, Freefall! Nice. Ja, brauche ich die? I don't know. Ich brauche die, um wieder hochzukommen. Okay, verstehe. Noch ein Schlüssel. Ich werde mal wieder so töricht sein und wieder in den schielenden Raum gehen. Also wenn die Augen auf sich zugucken quasi. Das linke nach rechts und das... rechts nach links. Das kriege ich hin, das kriege ich hin. Kannst du mal... Ach, kriege ich nicht hin. Ach, die respawnen doch, ich Depp. Ich bleib trotzdem in meinem Affe. Da fühle ich mich wohl. Nee, Quatsch. Habe ich jetzt schon mehr dabei gedacht. Voll übel. Hätte da warten können, bis die Luft wieder rein ist. Die Luft ist jetzt rein! Okay, war sogar richtig. Die Hektik. Alright, einen Schlüssel rausgeholt. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, wenn beide Augen nach links gucken. Aber das sah mir sehr final aus. So, jetzt nochmal die schielenden. Das ist ganz witzig, wir sammeln die ganze Zeit Schlüssel. Und da haben wir das hier aufgeschlossen. Nur damit wir im nächsten Raum das hier aufschließen. Und dann können wir jetzt das hier aufschließen. Wehe, es kommt noch so ein Raum dahinter. Ja, willst du mich echt verarschen? Immerhin jede Menge Kohle, aber ich weiß nicht. Es geht ja immer weiter. Na gut, beim nächsten. Ich denke halt jedes Mal, es wäre jetzt das letzte Mal. Aber die machen das mit Absicht. Könnte man meinen, ja. Machen sie mit Absicht. Ich traue dem Braten aber nicht. Ich würde gerne noch was ausprobieren, wenn ich ehrlich bin. Oder wollen wir das nicht tun? Ja, wir hatten davor den Raum, wo die Augen scheinbar nichts gebracht haben. Aber dann habe ich das rechte Auge umgedreht. Und in der linken Tür hat sich was verändert. Eigentlich müsste ich da jetzt auch das linke Auge umdrehen, um das... Oder zumachen, damit es im rechten sich was verändert. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Vielleicht... Keine Ahnung. Bleiben wir erstmal hier. Hier war ich gar nicht, ne? Hier war ich nicht. Also gut möglich, dass es hier einen Schlüssel gibt. Könnte ich mir sehr gut denken. Ja, Alter. Das ist schön, das ist fein, so soll es sein, aber... Ach so, ich kann als Affe, ja... Das ist aber gewagt, ich musste direkt... Ich will da nicht, sondern hier. Was? Ihr wisst, was ich machen will, ne? Oder wahrscheinlich können wir so eine Plattform mitnehmen. Wir dürfen sie nur nicht im Stich lassen. So, so, so. Das wird's wohl sein. Die verschwinden ja nicht ohne weiteres. Ah. Ich hätte aber hier an der Plattform, wo wir drauf standen, das hätte mir nichts gebracht anscheinend. Ah! Mann, doch nicht so schnell verschwinden! Ich bin voll erschrocken, Mann! Okay. Aber die Dungeons sind richtig clever gemacht. Auch die Ideen, klein aber fein. Die Augen gucken in die Richtung, die Plattform geht in die Richtung, was man daraus alles zaubern kann. Herrlichst! Man merkt schon, dass die Entwickler nach und nach einerseits auch Spaß dabei bekommen haben, das alles so zu stricken. Sie werden immer besser, man merkt das. So, hier gibt es noch einen blöden Schlüssel, was? Ich warne euch, wenn das nicht der letzte Mal ist. So, und der hat wieder einen Affenspeed drauf, ne? Ein Affenspeed! Bringt mich noch nicht mal ganz ans Ende. So, jetzt werde ich nochmal in den schielenden Raum gehen. Gibt's ja wohl gar nicht. Aber einer der Raumkonstellationen hat uns auch Magic Jam beschert. Da war ich ganz stolz drauf, dass wir das gefunden haben. Jetzt reicht es auch langsam bei. Es sind immer mehr Plattformen, ne? 1, 2, 3. Diesmal hatten wir 4.
Und 5 kann es gar nicht geben. Oder komm schon, mach irgendwas dahinter. Mach irgendwas Geiles jetzt. Noch mehr Konstellationen. Ich würde machen, dass sie sich gegenseitig alle angucken. Nee, die sind gar nicht. Die machen gar nichts. Ah! Die machen nichts. Ach, wir haben irgendwo, ich weiß nicht wo, das müssen wir wieder rausfinden, wirklich so 4 Statuen gesehen. Wahrscheinlich gehen die nur mit der perfekten Kombination auf und weiß nicht, wenn man das Spiel schon mal durchgespielt hat, kann man sich das ja merken. Also die unteren schauen voneinander weg und dann rechts unten und ja, sollte ich mir merken können, also rechts unten und die unten schauen voneinander weg. Okay, da ist es in Stein gemeißelt, wie es zu funktionieren hat. Verstehe. Wenn ich jetzt nur noch den Raum finden könnte, ne? Das wäre schon geil. Müsste das sein, wenn die Augen voneinander weggucken. Also das Gegenteil von dem jetzt. Zack. Zack. Ich hoffe einfach mal. Ja, guckst du. Also ihr schaut euch nicht an, weil ihr euch nicht lieb habt. Der guckt den an. Der guckt runter. Alright, Baby. Ich dachte schon, hier gibt es ganz viele Kombinationen, aber nope. Gibt es eine neue Fähigkeit? An der Zeit wär's. Denn auch in diesem Dungeon gab es viele Wasserpassagen. Und jetzt, was geschieht? Was bekommen wir? Wer erreicht da meine magische Fontäne? Ich bin's, Shantae. Mein Name steht im Spieletitel. Spüre eine rastlose Energie tief in dir drin. Alles klar, derselbe Text wie immer. Du hast nun den Meerjungfrauen-Dance. Halt einfach den Dance-Button und dann lassen los. Man bei der dritten Formation, um dich zu verwandeln. Der Meerjungfrauen-Dance wird dir erlauben, den Ozean in seinen tiefsten Tiefen zu erkunden. Um dich zurückzuverwandeln, drück einfach den Dance-Button. Wer möge das Glück mit auf deiner Reise sein? Okay, haben alle 3 Dances? Wie sieht die denn aus? Mich würde interessieren, wie die sich an Land bewegt. Wenn... Epic nice. Gerade rausgucken, es stürmt, glaube ich, draußen wie wild gerade. Okay, mich würde halt interessieren, Elefant und Affe haben ja eine Special-Fähigkeit bekommen. Und warum nicht auch die Meerjungfrau, ne? Wenn ich das irgendwo finde. Das zeigt mir eigentlich, ich versuche was zu drücken, die kann ich angreifen oder so. Was ist mit dir los? Nichts. Ich verstehe. Wir können jetzt einfach nur tief tauchen. Die wird bestimmt auch eine Fähigkeit haben. So. Ich fürchte, jetzt haben wir hier alles. Oder gab es noch irgendwas? Nee. Die haben hier gar nichts mehr. Mit Wasser war hier oben nichts. Oder? Wenn doch, schreibt ihr mir jetzt in die Kommis oder ich merk's alsbald. Lass mal speichern. Mein Held im grünen Gewand, vielleicht der gealtete Link. Wer weiß, wer der darstellen soll. Aber ich glaube nicht, der hat eine Kapuze und alles. So, dann mal zurück. Jetzt können wir so viel Neues erkunden, dass ich gar nicht weiß, wo wir zuerst hin sollten. Das fängt schon an bei Shantaes Haus, da konnten wir tauchen. Oder auf dem Weg zu dem Dungeon, da konnten wir tauchen. Aber ich glaube, das wäre erst das zweite Mal. Und in diesem Dungeon halt selbst. Die ganze Zeit. Jetzt will ich noch erstmal gucken. Das ist sehr gut, dass ich da nicht weggegangen bin, weil das war eine Sackgasse. So. So, ist das jetzt ein anderer Raum? Will ich wissen. Ja! Glaubst du doch selbst nicht, das sind alles Fakes. Oder in manchen sind Gegner drin. Ernsthaft? Warum bekommen wir so viel Kohle? Ja, weil wir das gecheckt haben. Weil wir das gecheckt haben mit den Augen. Krass. Das ist schön, das ist nice.
Sag mal. Wenn ich das jetzt da hinten... Beach. Nicht Shotte. Ich drehe die jetzt nochmal um und gucke nochmal, was da originalerweise dahinter lag. Ob das was mit Wasser zu tun hatte. Es gab so viele verschiedene Wege inzwischen, dass ich nicht mehr so hundertprozentig weiß, was, wo, wie, wer und warum, ja? Ich glaube, das war hier nur Zombie-like. Skelette und sowas. Sehr nobel. Ich muss es mir nochmal anschauen. Alles klar. Da habe ich Gewissheit. Ist doch schön. Random Affenverwandlung. Ich wollte mich hier verwandeln, dass sie mich nicht so einfach treffen. Als Affe. Andererseits, ich glaube, als Affe nimmt man mehr Schaden, wenn man getroffen wird. Kommt aber leichter durch, habe ich immer das Gefühl. So. Fast abgehakt den Bereich. Da können wir wieder zurückgehen zur... Wie soll ich es nennen? Uhrzeigertür. Ich glaube, da war was mit Wasser, oder? War das nicht so? Eigentlich gar nicht. Doch, guck mal an. Eins, zwei und der dritte Move. Platsch, platsch. Nice one. Wenn es hier nur Bonuszeug gibt. Ich habe gern alles erkundet. Oh, sogar Herzen. Oder geht's hier sogar weiter zum Boss und so? So. Fragen, kann ich hier krabbeln? Ich kann die auch mit dem Elefant zerbashen, ne? Ne, hier ist nur eine Kleinigkeit. Du hast die untere Hälfte eines Totenschädels. Den Kiefer. Aha. Das ist sehr interessant. Okay, gut. Dann haben wir... Ja, gut, ist gut. Ups, nee, da bringt uns hier nichts. Es ist gut, Freunde der Nacht. Also würde ich sagen, auch das abgehakt und wir können wieder ganz zum Anfang zurückgehen. Aber ich weiß nicht mehr die einzelnen Räume. Da waren auch noch Truhen und dies, das, Ananas. Ach was, es macht mich alles fertig. Es macht mich alles fertig. Fertig wie ein Reddich. So. Ah, ich finde, wir schlagen uns nicht schlecht. Ich habe mich in meinen fast 6000 Videos schon mal ein bisschen schlechter angestellt. Gab in der Tat schon Fail-Momente. Aber auch ziemlich viele Skill-Momente. Shantae ist keines von beiden. Also da kommen wir nicht rein. Wir haben sowieso keinen Schlüssel mehr übrig im Moment. So... Wir gehen jetzt zurück an den Anfang. Wir müssen unser Geld auch mal ausgeben, so viel wir in diesem Dungeon bekommen haben. Ich glaube, das bei 999 hört es auf. Deswegen. Ja, ich wollte mich an Dings festhalten, aber tja. Da braucht man die überhaupt nicht. Die Ketten. Die sind nur zur Deko. Okay, das ist der Norden. Ich guck mir jetzt mal alles an, weil ich hier vorne gar nichts mehr weiß. Alles klar. Das ist der Unterbereich davon. Ihr seht schon. Vor allen Dingen, wenn ihr den letzten Part nicht gesehen habt, werdet ihr euch jetzt auch denken, was geht hier eigentlich ab? Das hier bringt mich auch nur wieder nach unten. Da ist man runtergefallen. So, und jetzt, wenn ihr nach links guckt, war es mit Wasser. Das ist jetzt aber wirklich der letzte Bereich, der mir noch einfällt. Hier könnte ich aber die andere Hälfte bekommen von dem Totenkopf und dann irgendwie an dieser Tür reinkommen, wo es heißt, von wegen YOLO, keine Ahnung, hier ist irgendwas strange. Das wäre perfekt. Ich hätte das Ding super abgeschlossen. Das würde mir ziemlich gut in den Kram passen. Weil ich dann den Dungeon als richtig gelungen abstempeln würde. Und das ist übelst verdächtig übrigens. Ich hätte was versteckt. Ja!
Du hast einen halben Totenkopf. Naja, so ein bisschen mehr als die Hälfte, oder? Also, der Dungeon ist insofern genial, weil er wirklich tausend Fragen aufwirft. Aber wenn man sich ein bisschen intelligent mit auseinandersetzt, dann kriegt man die Fragen eigentlich beantwortet. Aber ich muss sagen, ein bisschen viel Input am Anfang. Damit komme ich klar, auch wenn es mir manchmal ein bisschen unangenehm ist. Aber man muss einfach ausschließen und erstmal gucken, wo geht's noch nicht weiter und gucken, wo geht's weiter. Und dann werden sie schon alles... Also ein genialer Dungeon, ohne Scheiß, meint ihr nicht auch? Besser sogar als der erste Dungeon. Ist jetzt schwierig mit anderen Franchises zu vergleichen, aber wirklich sehr, sehr guter Dungeon. Die Pirate's Curse haben mir nicht so gut gefallen, ich erinnere mich. Die war manchmal etwas verwirrend und auch groß. Der hier ist sensationell gemacht. Okay, ich habe den Totenkopf benutzt. Jetzt bin ich hier weiter und stelle mich jetzt dem Boss. Super! So will ich das sehen. Und wir haben sogar noch Zeit für den Boss. Ist es nicht geil? Er gibt noch mehr Herzen. So viel kann ich überhaupt nicht tragen. Ja, Pikeball. Hallo! Crackle, Crackle. Du musst das Genie, der Genie sein. Das Genie, ich Depp. Du musst der Genie sein, der nach den magischen Siegeln sucht. Ja. Das ist richtig. Du hast schon zwei gefunden. Und jetzt bist du hier für das letzte Stück. Du hast Risky Boots alt aussehen lassen. Du bist sehr, sehr kluges Mädchen. Wie man smart jetzt... Ich weiß, was smart bedeuten soll, aber das, wie man das sinngemäß auf Deutsch übersetzt, ist schwierig. Sie wird niemals in der Lage sein, die magische Lampe wiederherzustellen. Du bist ein Held. Die Leute in der Stadt werden dir danken. Soll das hier irgendwie so ein Psychospielchen sein? Wenn du irgendwas zu sagen hast, dann sag es. Aber dein Onkel, er verheimlicht dir einiges. Was meinst du denn damit? Was macht denn diese Lampe überhaupt? Diese Information werde ich dir nicht ohne weiteres verraten. Wenn du es schaffst, dein Onkel zu vernichten, dann verdienst du es, die wahre Macht hinter der Lampe zu erfahren. Du magst wie er aussehen, aber du bist nicht mein Onkel. Gib mir alles... zeig alles, was du kannst. Ist ja prickelnd. Wisst ihr, was ich mal gerne machen würde? Achso, er braucht dann auch Magie, ne? Egal, ich mach das einfach mal. Wir sehen, ob das denn schade. Ich weiß nicht, was der treibt. Das war eigentlich voll doof. So. Okay. Na, die Wolke hat ja wirklich nur einen beschränkten Effekt, möchte ich sagen. Wir kämpfen gegen unseren Onkel. Das ist ja niedlich. Habt ihr South Park der Film gesehen, ja? Es gibt da so einen Song, der ist mir gerade in Erinnerung geblieben, aber der ist mir ein bisschen zu anstößig, um ihn... Da haben sich ja schon Leute unter meinen Let's Plays beschwert, weil ich in Tomodachi Live Hugh Hefner eingebaut habe und gesagt hat, Playboy-Gründer, und es wäre so schlimm, das Wort Playboy öffentlich auszusprechen. Da werde ich schon gar nicht diesen South Park-Song vorsingen. Sagen wir es mal so. Aber es hat was mit dem Onkel zu tun. So, die Magie ist fast aufgebraucht, aber wir haben ja so eh noch hier. Gönn die einfach mal. Das wird ja wohl richtig sein, was ich hier tue. Ich verletze ihn. Sieht aus wie, ob die vielleicht die Animation so zuerst erstellt haben und dann so sich dachten, wäre da cool, wenn sie gegen ihren Onkel antreten muss. Ja, die Sache ist für mich klar, dass das, also von meinen Begriffen, ich würde schätzen, die magische Lampe, wie das halt so ist. Man kennt es von Aladdin, hat halt irgendwie die Macht, einen Genie festzuhalten. Und das wird wohl die Lampe von Shantae sein und ihren Kräften. Aber mal sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Vor allen Dingen, dass Chantay das selbst nicht weiß. So naiv irgendwie auch. Na komm jetzt. Hält einiges aus, aber hätte ich nicht anders von ihm erwartet. Na, muss immer warten, wo er auftaucht. Ja. Komm schon. Da! Destroyed! Mach das aus. Hallo? Errungenschaft freigeschaltet. Speedrun in Barons Gefängnis. Da wollte man noch was verraten, warum hast du ihn einfach umgebracht? Vor allem was. Achso, das magische Siegel ist das, sorry. Wir haben alle drei magische Siegel! Daumen hoch dafür oder was? Das ist seltsam. Jetzt habe ich alle drei magische Siegel. Aber ich habe damit gerechnet, dass Risky Boots nach denen suchen wird. Jetzt ist meine Chance, um sie meinem Onkel in seinem Workshop zurück ins Scuttletown zu bringen. Das wird nicht problemlos funktionieren, fürchte ich. Wo sind wir denn? Es ist nicht weit. Auf dem Weg nach Scuttletown muss doch irgendwas passieren. Ich könnte rechts die Säule nehmen und ganz links, aber nee. Wir gehen den richtigen Weg. Vielleicht passiert doch erst in Scuttletown etwas. Saven wäre eine gute Sache. Und dann zurück in die Heimat. Ganz easy peasy, oder? Gut, der Bosskampf war ein bisschen enttäuschend. Aber daher auch angenehm zu spielen. Solche Bosskämpfe habe ich eigentlich lieber, als wenn sie so bockschwer sind, dass ich sie nicht checke. Erstens mal nicht checke. Oh, Moment. Die Bereiche, die wir mit der Meerjungfrau erkunden können. Erstmal die erledigen. Das wird uns doch garantiert magische... Boah, können sie nicht mal die Biege machen jetzt? Das wird doch garantiert Magic Gems geben hier. Sieht nice aus. Alter. Ich kann, wie gesagt, gar nichts machen. Du, wenn das ein riesiger Bereich ist oder so, dann machen wir es irgendwann anders. Wenn hier aber irgendwo einfach nur eine Schatztruhe rumliegt, dann machen wir es jetzt. Alter. Ich versuche einfach so tief wie möglich zu kommen. Ja, als Unterwasserwesen sollte das funzen. So, das müsste der Boden sein. Pass auf, jetzt passiert hier gar nichts. Oh, ich kann irgendwo hinschwimmen? Was zum Teufel? Ach, da ist ja einer im Weg. Brauchen wir doch garantiert noch eine Fähigkeit für die Kleine. Vielleicht gibt es bei Chantay, also an ihrem Haus, kann man auch tauchen. Das ist das Einzige, was mir halt so einfallen würde noch. Sehr interesting. Ja, sonst scheint hier wirklich nichts zu sein, außer Gegner, die nerven wollen. Ja, die kann doch bestimmt keine Truhen unter Wasser öffnen. Denke ich mir halt auch so. Und an der Stelle wieder zurück. Na, das werden wir mal im Hinterkopf behalten. Könnte sehr interessant werden. So, wir sind wieder zurück, Gott sei Dank. Tja, dann werden wir im nächsten Part natürlich mal Onkelchen damit konfrontieren. Ich glaube, der ist hier drin, ne? Also schaltet wieder ein, ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis dann und ciao!